In diesem Video geht es um Tinten der Firma Sudhaus bzw. Brottings. Ich werde jetzt immer hier von Sudhaus sprechen, der Name hat sich immer wieder mal geändert, aber Sudhaus ist eigentlich so die geläufige Bezeichnung. Wie bekomme ich also nun meinen Epson-Drucker dazu, mit Sudhaus Tinten zu drucken? Dazu benutzt man einfach sogenannte Fill-In-Patronen, die eignen sich besonders für den Refill. Man muss einfach nur einen Stopfen ziehen, kann die Tinte in die Patrone reindrücken und der Auto-Reset-Chip an der Patrone sorgt dafür, dass der Füllstand korrekt erkannt wird vom Drucker. Bevor ich nun mit dieser Tinte gedruckt habe, habe ich einige Seiten aus dem Drucker rausgelassen, um sicherzustellen, dass nur noch diese Sudhaus-Tinte im Drucker verbleibt, und habe dann dieses Testmuster von Drucker Channel gedruckt. Da es ein Office-Drucker ist, interessiert mich natürlich am meisten der Textdruck, und da kann die Sudhaus-Tinte wirklich punkten. Der Druck ist schön schwarz, die Ränder sind scharf und auch bei der Wischfestigkeit gibt es nichts zu meckern. Vor allem hier im Vergleich mit anderen Tinten sieht man, dass die Sudhaus-Tinte richtig schön schwarz druckt. Jetzt schauen wir uns doch mal die Farben an. Ich habe hier mal drei Vergleichsmuster gedruckt, einmal mit Sudhaus, das Original ist direkt quasi aus dem PDF rauskopiert, und hier einmal von Tintenalarm die Patronen. Die Tinten kommen bei Gelb und bei Blau nah ans Original heran. Aber bei Magenta, finde ich zumindest subjektiv, sind sie ein bisschen weiter weg. Das stört mich persönlich nicht, denn wir reden ja hier von Office-Dokumenten, und ob das Magenta dann ein bisschen kräftiger ist oder nicht, interessiert eigentlich nicht. Das wird nur bei Fotos interessant. Aber Fotos sollte man mit solchen Heimgeräten ohnehin nicht drucken. Einmal ist die Qualität zu schlecht und es ist viel zu teuer. Ja, was gibt es also als Fazit zu sagen zu der Tinte? Die Tinte ist super günstig. Die bekommt man für ca. 6 Euro auf 100 Milliliter und ist damit unschlagbar günstig. Den ausführlichen Test bekommt ihr wie immer auf meinem Blog. Den Link blende ich jetzt hier ein.